Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Alpha Protocol. Ich bin Classifier IP und wir sind in Saudi-Arabien, unserem ersten Einsatz Ort, ja, Einsatzland. Und ich habe ja versprochen, dass wir auf den Computer zugreifen. Das machen wir jetzt mal. Ui, das war sogar eine Mission. Oder ein Ziel. Clearinghouse, E-Mail. Erstmal müssen wir unsere E-Mails angucken. Das sind schon wieder vier an der Zahl. Diesmal müssen wir sie auch nicht hacken, denn die gehen auch an uns. Oh, ja. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, dass die Steuerung etwas anders ist. Kann man hier nicht. Man kann leider. Oh, man kann sowas downloaden. Und ins Archiv packen. Ich glaube, wir haben da nichts hingesetzt. Nee, sonst wäre hier oben ein RE. Von Mina Tang. An uns, natürlich. Mike, Westridge hat dir wahrscheinlich schon einen Vortrag darüber gehalten, dass du für Attentate auf hochstehende Persönlichkeiten keine Agency-Gelder verwenden darfst. Abgesehen von dem, was du in deinem Stützpunkt vorfindest, musst du selbst klarkommen. Versuch zu erhandeln oder zu stehlen, was du kannst. Oh wow. Solltest du Ausrüstung brauchen, versuch's mal mit Clearinghouse, einer Schwarzmarkt-Internetbörse. Dort gibt es einen Verkäufer namens Mongoose, der dich während deines Aufenthalts in Saudi-Arabien mit allem Notwendigen versorgen kann. Wo wir gerade von Stehlen reden. Einer meiner Kontakte im Heimatschutzministerium hat gerade ein schwarzes Al-Samad-Konto in einer jordanischen Bank aufgetan. Zugangsdaten und Passwort findest du im Anhang. Nicht schlecht. Lade einfach die Daten herunter und eine selbst entpackende Excel-Datei leitet das Geld zu mir, zu dir um. Cool. Beeil dich aber damit, bevor die Amateure von Heimatschutzministerium den nötigen Papierkram erledigt haben, um sich das Konto selbst unter den Nagel zu reißen. Halte während deiner Mission die Augen auch nach anderen abzweigbaren Geldern offen. Solange sie nicht auf Alpha Protocol stoßen, sind uns Journalisten und Ermittler, die den internationalen Finanzverkehr verfolgen, egal. Okay. Was muss ich machen? Lade einfach Daten runter. Okay. Auch nicht schlecht. Schon haben wir 10.000 Dollar erhalten. Nicht schlecht. Deine Cover-E-Mail. Hallo Mike. Willkommen an Bord. Ich habe dich bereits mit einer E-Mail-Adresse ausgestattet. Plötzlich ist es eine ganz andere Schriftart. Also nicht Schriftart, aber wie nennt man denn das? So jemand, wie jemand schreibt. Wie nennt man das? Schriftstil vielleicht? Ich habe dich bereits mit einer E-Mail-Adresse ausgestattet, die du Leuten geben kannst, mit denen du in Kontakt trittst. Es verstößt nicht nur gegen die Regeln, deine Agency-Daten nach draußen zu geben, sondern es wäre auch noch eine Garantie für eine Versetzung nach Grönland, Weehawken oder an irgendeinen anderen Arsch der Welt. Aber Grönland ist doch bestimmt nicht so schlimm. Also mthornton@hellbeck.com. Keine Sorge, dein E-Mail-Konto befindet sich nicht auf einem Unternehmensserver. Die ein- und ausgehenden Mails werden über einen verschlüsselten Server geleitet, auf den du von jedem Computer aus zugreifen kannst, auf dem der Entschlüsselungscode der Agency installiert ist. Dein Zugangspasswort ist ABL3D4NGER. Natürlich ohne die Anführungszeichen. Wollt ihr mich verarschen? Ist er ein absolut. Okay, er ist ja nun nicht so technikbegabt, aber das muss man eigentlich schon wissen. Aber da steht. Ablet. Ach so, Able Danger? Ah, ist Englisch. Du solltest es ändern, wenn du dich das erste Mal anmeldest. Wenn etwas unklar ist, kannst du mich jederzeit fragen. Anscheinend können wir. Oh, wir können antworten? Ups, ah, ich scroll immer damit runter, dann darf ich das nochmal machen. Okay, antworten wir mal. Oh, das ist ja interessant. Können wir jetzt hier auch wieder. Hallo? Oh, okay. Das ist ja cool. Also, das sieht man sogar gleich die Mail. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich, dass ich Teil des Teams sein darf. Aggressiv, danke, aber wenn die. Ich mit jemandem in Verbindung bleiben will, treffe ich ihn persönlich. Ich habe kein Interesse, Angelegen der nationalen Sicherheit über zivile Server zu verschicken oder durch den Echelon oder Echelon-Filter zu jagen. Oder zurückhaltend. Klasse, jetzt kann ich so tun, als sei ich ein Angestellter eines multinationalen Konzerns. Ich habe
keine Kinder, also sollte ich vielleicht meine Waffen fotografieren, die Bilder einrahmen und auf meinem Schreibtisch stellen. Und auf der Betriebsfeier können wir uns besaufen, Sex in der Abstellkammer haben und uns, oh mein Gott, und uns dann den folgenden Monat aus dem Weg gehen, wenn wir uns zufällig begegnen. Nein, Witz, das mit dem Saufen muss nicht sein. Okay, das finde ich so lächerlich, das gehört sich so. Ja. Yeah, minus eins. Oh Gott, der Typ könnte auch richtig witzig werden. Okay, von Sean. Mikey, Westridge hat mir die Verantwortung für den Angriff auf das Gefangenenlager übertragen. Das dürfte spaßig werden. Ein paar Dinge, die du wissen solltest. Diese Mission verdanken wir einem meiner lokalen Kontakte. Ja, ich habe unzählige Kontakte in dieser Gegend. Was soll ich sagen? Mein Arabisch wird nur noch von meinem unwiderstehlichen Charme übertroffen. Ja, klar, schauen. Aber im Ernst, dieser Typ ist ziemlich cool drauf. Er ist ein Doppelagent und hat alle bei Al-Samad davon überzeugt, dass er einer von ihnen ist. Das bringt uns ziemlich solide Informationen, auch wenn sie nicht gerade billig sind. Ich habe mir die Pläne der Basis genau angesehen. Sie wurde 1960 an einer Sandsteinklippe gebaut, als Gamal Abdel Nasser, der zweite Präsident von Ägypten, einen antisaudischen Aufstand im Jemen anzetteln wollte. Völlig richtig, ich bin ein wandelndes Geschichtsbuch. Ja, oder du hast es einfach gegoogelt oder sonst irgendeine andere Suchmaschine genommen. Obwohl ich ehrlich sein muss, Google ist das Beste. Oder? Kommt schon. Egal. Jedenfalls ist die Basis so in den Fels gebaut, dass es für die Wachen kaum möglich ist, das umliegende Gebiet zu überblicken. Wir werfen dich außerhalb der Basis ab und du solltest problemlos in der Lage sein, dich ihr zu nähern. Okay, also die Basis. Also das umliegende Gebiet ist so, dass uns da keiner sieht. Das heißt, wir können versuchen, ein bisschen auf vorsichtig zu machen. Laut Wetterkarte wird es demnächst einen Sandsturm geben. Die sind hier etwa so häufig wie Sonnentage in Los Angeles und Regentage in London. Deine Mission wird zeitgleich mit einem Sandsturm ablaufen. Du musst dich durch den Sturm begrenzte Sicht und Hörweite der Wachen ausnutzen. Ah, die übrigens, ich habe dich vorgelesen. Ich werde bei dieser Mission dein Händler sein. Oder Handler. Jetzt ergibt es auch Sinn, das ist schon ein richtiges deutsches Wort. Ich habe bloß gedacht, da steht, soll Händler stehen. Aber sicherlich nicht dein Kindermädchen. Ich würde bei dieser Mission auf Tarnung setzen, aber mir ist egal, wie du. Ups. Rechtsklick. Großartig. Wie du es schaffst, stand da. Sind wir gleich wieder da, wie du es schaffst. Hauptsache, dass du es schaffst. Ich sorge dafür, dass meine Kontaktleute nicht anwesend sind. Mach dir also keinen Kopf, wen du tötest. Und was noch? Ach ja, das sollte eine simple Rein- und Wieder-Raus-Mission werden. Folge einfach meinen Anweisungen, dann zeigen wir es den Schweinen, nieten sie um, retten die Welt und sind gleich rechtzeitig wieder zu Hause für einen Ausflug zur Tittenbar. Gute Jagd, Sean D. Also dieses Spiel hat einen nicht zu vernachlässigen Humor in den Charakteren, was mir wirklich schon mal gefällt. Können wir ihm antworten hier? Nein. Ich hätte vielleicht nicht zurückhaltend antworten sollen. Ich wusste nicht, dass das so merkwürdig ist. Noch was. Da die Agency ihr ganzes Geld in Geheimhaltung statt Waffen steckt. Hey Mikey, wenn du irgendwas brauchst, habe ich einen Kontakt vor Ort für dich. Er heißt Murat, und ist ein skrupelloser Waffenhändler, der jeden mit Waffen versorgt, der genügend Scheine auf den Tisch legt. Das meine ich durchaus positiv. Viele Einheimische würden jeden NATO-Bürger sofort umbringen, aber Murat zeigt, dass Kapitalismus vor Rassismus und Fremdenfeindlichkeit geht. Warst du schon beim Clearinghouse? Ich habe dafür gesorgt, dass du auf Murats Liste stehst. Wenn du dich einloggst, kannst du sein Angebot sehen. Peace, Bruder, Sean D. Der scheint jetzt irgendwie mehr unser Freund zu sein. Ich meine, er will ja auch an Mina ran. Jetzt habe ich auch gesagt, also wisst ihr es ja schon. Die können wir dann alle archivieren. Und wir selbst haben. Oh Gott, das archiviere ich mal auch. Dann gehen wir zurück und gucken uns mal das Clearinghouse an. Wir haben ja jetzt 30.000 Dollar. Da war irgendein Zahlencode. Ja, 35.000 Dollar haben wir sogar. Und oh wow. Das wird wohl ein paar Parts dauern, bis ich hier durch bin. Also, wir haben eine Samael 9mm Pistole. Wie gesagt, ich bin ja eher so der
Revolver-Typ, aber hier gibt es keine Revolver in dem Spiel. Oh mein Gott, ist das viel. Okay, verglichen mit Rittergruppen 5, 7 mm Pistole. Gibt es einen Samuel Sidewinder? Also sie machen alle weniger Schaden, sind aber besser im Rückstoß. Hamilton-Pistole hat weniger Genauigkeit. Ich stehe ja eigentlich total auf Genauigkeit. Und ja, Schaden ist auch ganz nett. Also gefallen die mir alle nicht. Die kostet 136.000? Was? 136.000 Dollar für eine Pistole. Ich weiß nicht, also. Gut, sie ist wesentlich besser, so wie es aussieht. Und so viel schlechter im Schaden und Genauigkeit sind sie nicht. Und die sogar nur minimal. Die Hamilton ist, ja, Standarddienstpistole. Ausbalancierter Pistolenclip. Erhöht Rückstoßkontrolle. Leichter Pistolenlauf, erhöht Stabilität. Pistolenvisier erhöht Genauigkeit. Das ist eigentlich was für mich. Ah, hier unten. An- und Verkauf? Ach, ich kann auch verkaufen. Ich verstehe, da soll man zwischen An- und Verkauf wechseln. Hier, das kaufen wir uns mal. Entlüfteter Pistolenverschluss. Automatikmunition. Stahlkerngeschosse, erhöhter Schaden durch Durchschlagskraft, senkt Rückstoßkontrolle. Oder Betäubungsgeschosse, temporäre Schwächung. Ungeeignet gegen gepanzerte Ziele. Das sind nur 12 Schuss und die kosten 19.000 Dollar. Wir haben 114 hiervon. Können wir noch ein bisschen erhöhen auf 150. Die sind mir ein bisschen zu teuer für nur 12 Schuss. Gucken wir mal. Ja, ich bin hier nicht so der Typ, der so viel damit umgeht. Deswegen lassen wir das mal. Bleiben wir bei der Pistole. Ich meine, ich bin jetzt ein Agent. Ich bin nicht jemand, der die ganze Zeit rumballert. Wenn ihr sowas sehen wollt, müsst ihr zu meinem Mass Effect Let's Play gehen. Da baller ich mehr rum. Ja, irgendwie schon. Interceptor Körperpanzerung. Mit Nachtpanzerung. Ja, eine Nachtpanzerung ist jetzt vielleicht nicht so schlau. Taktische Einsatzpanzerung. Verbesserung? Was soll das denn bedeuten? Achso, wahrscheinlich, wie viel man draufpacken kann. Digitaltarnung. Verbessert Tarnung. Infrarotstrahler. Verzögert die Erkennung durch Kameras. Gedruckte Schaltkreise. Gewährt etwas Boni auf Schlösserknacken, Elektronik und Hacken. Und jetzt sind wir wieder hier oben. Also es erhöht aus. Oh, okay. Also das senkt alles meine Geräuschdämpfung. Das ist eigentlich. Ich drücke immer mit Rechtsklick und das geht dann zurück. Das sollte ich vielleicht lassen. Gut, Ausdauer laut. Hier ist viel aufrüstbar. Wie ist denn eigentlich meine eigene Panzerung? Besitz 1, ja gut. Das hat es jetzt nicht gebracht. Oh wow, da steht eine extreme Menge, aber das braucht man nicht alles vorlesen. Verstärkte Gelenke, senkt Tarnung, erhöht Rückstoßkontrolle bei allen Waffen. Schadensresistenz, senkt aber auch wieder die Tarnung. Senkt Ausdauer, Stretch, Unterziehpolster, verbessert Cooldown von Fähigkeiten. Mehr macht es nicht. Patronenbeutel, erhöht die Munitionskapazität. Ja, wenn es das für nichts sonst gibt, dann kaufe ich die alle hier mal. Die Digitaltarnung ist eh viel zu teuer. Und dann gucken wir mal, was es hier noch gibt. Adrenalinspritze, Erste-Hilfe-Kasten, verschiedene Granaten. Okay, ein paar Granaten haben wir auch, aber sehr wenig. EMP-Ladung 2, Schallprojektor nur einen einzigen. Der kostet aber auch extrem viel und ist ausverkauft. Verbesserung, Brandbomben, EMP2, Adrenalinspritze, erhöht kurzzeitig Rückstoßkontrolle, Schlagschaden und Schadensresistenz. Erste Hilfe, heilt Verletzungen, ist eigentlich immer ganz schlau. Kaufen wir mal 5 Stück und hier gibt's